Hallo zu den schrägen News der KW22 in 2020. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Meine Themen die Woche sind: Tesla senkt die Preise, SpaceX flog, nein, fliegt noch zur ISS. Und wir haben ein richtiges Dieselurteil jetzt für VW, naja, gegen VW. Und wir gehen in Urlaub in der Woche 11 oder in der Woche 12? Fragezeichen. Wie immer ist dies eine Dauerwerbesendung und wir werden unterstützt vom Dampfdrachen. Ihr könnt Vorführungen buchen. Wir haben ja hier auch mal erklärt, was der Dampfdrache eigentlich ist in einer kleinen Vorführung vom Andi. Und der Frank Uwe hat jetzt seinen Dampfdrachen abgeholt. Ich habe auch einen und probiere ihn gerade aus. Super Sache, wenn ihr selber einen kostenlosen Vorführtermin haben wollt in ganz Deutschland und auch Österreich und auch vielleicht in der Schweiz, dann meldet euch bitte hier bei zukunft42.dampfdrache.de, gibt es ein Formular. Jo. Ansonsten reden wir über das Model Y weiterhin, weil das ist das Auto, auf das wir alle warten, wenn wir einen Kühlschrank transportieren wollen. Nee, nur für die Leute, die so eine riesen Heckklappe brauchen für irgendwelche Transporte oder keine Ahnung. Ich habe tatsächlich jetzt wieder demnächst was vor, was zu transportieren und hatte ich schon Angst, das passt bestimmt nicht ins Model 3 rein und meine Frau will auch noch mitfahren und dann habe ich weniger und ja. Also ich warte schon auf das Model Y, ganz klar, aber wir müssen auf was warten? Ja, auf die Gigafactory in Berlin. Baufortschritt dort ist jetzt tatsächlich zu sehen. Ganz am Ende zeige ich euch nochmal ein kurzes Video. Und es sind irgendwelche Pfähle, 19 Pfähle, Testpfähle sind reingerammt worden, weil ja der Boden unklar ist. Was muss man da an Fundament machen? Muss alles neu geplant werden und so weiter? Deshalb werden da jetzt solche Testpfähle gebohrt und irgendwelche, man sieht es da schon, Träger drauf montiert. Nur leider, in USA macht man das einfach so, auch man bohrt ja auch unter Los Angeles einfach irgendwelche Tunnel. Das geht hier nicht so einfach. Ordnungswidrigkeit, boah, wahrscheinlich muss Tesla jetzt irgendeine Strafe von 10,50 Euro zahlen. Deutsche Bürokratie hat zugeschlagen. Ja, sie sind wahrscheinlich schlecht beraten, obwohl sie eigentlich ja so eine ganz gute Beraterfirma haben. Die Unterlagen waren ja schon sehr detailliert und so weiter und so fort. Hat man ja zum ersten Mal gesehen, weil Tesla ja so im Rampenlicht steht. Aber wie haben sie das jetzt, warum haben sie das jetzt verpasst? Gut, sie werden natürlich weitermachen, machen ja eh auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko. Aber ist natürlich wieder klar, das Unternehmen widersetzt sich den deutschen Behörden. Ne? Wenn wir das Model Y schon sehen wollen, kann man sich ein paar Videos angucken. Von dem einen Modell, muss man ganz deutlich sagen, von dem roten, das es per Import gibt. Der Stefan von Nextmove hat ja gesagt, er möchte es nicht in die Flotte aufnehmen, fährt aber damit rum und verleiht es sogar wieder an den ADAC. Es war ja so witzig, was das Auto, was ich hatte, das Model 3, dann letztes Jahr ist ja auch das Auto gewesen, was beim ADAC getestet wurde. Und jetzt ist auch der ADAC mal kurz 5 Minuten und 15 Sekunden mit dem Auto rumgefahren. Und ja, ihr könnt es euch angucken, der Bericht ist ein bisschen seltsam. Also, weiß nicht, die Preise stehen doch eigentlich fest. Jeder kann das Auto auch reservieren, da stehen auch Preise. Man konnte auch früher schon die Siebensitzer konfigurieren. Also die Kollegen waren da irgendwie nicht so ganz auf der Höhe der Zeit. Mehr dabei ist tatsächlich der Nino vom Danzai-Blog und der Bäcker Schüren. Die haben das Auto nochmal besser getestet und die haben auch einen super Vergleichstest gemacht hier. Und ich schreibe es endlich. Da seht ihr die riesen Heckklappe und viele andere Details, Frunk und ausgemessen und reingelegt und was nicht alles. Nur, sie haben eins nicht gemacht, den Kühlschrank reingeschoben. Ne, das fehlt noch. Ja, und einen Ladetest natürlich auch nicht gemacht, weil das geht ja nicht. Ist ja ein US-Modell. Gut, ich muss das Auto nicht haben. Ich würde mir es gern angucken, aber im Grunde sieht man ja, man weiß auch, was man kriegt. So ist das jetzt nicht. Ich warte lieber auf Made in Germany. Es ist aber was anderes noch rausgekommen beim Model Y. Es wurde jetzt in Alaska getestet und diesmal auch bezahlt, in Anführungszeichen. Ein bekannter YouTuber, den ich nicht kenne, der hat es bekommen zum Test in der Eiswüste. Also Björn Nyland und Co. Warum hat er das eigentlich nicht gekriegt?
lässt grüßen. Man hat jetzt tatsächlich einen Wintertest gemacht. Ihm wird ja immer dem Tesla vorgeworfen, hey, fährt alles in Kalifornien und so weiter. Deshalb haben sie jetzt ja Wärmepumpe reingebaut und sie haben hier hinten, vielleicht noch an anderen Stellen, irgendeine Beheizung reingebaut, sodass der Ladeport nicht zufrieren kann. Und es ist wohl auch eine Verbesserung hier bei den Griffen. Die waren ja auch immer ein bisschen problematisch, die aufzukriegen. Ich habe es ja falsch gemacht, ne? Man muss da einfach in die andere Richtung drücken und dann gibt es so einen Effekt, dass es dann rausspringt. Ich konnte es dann nicht mehr testen, weil es nicht mehr so kalt wurde. Das ist auch nochmal verbessert worden. Fahreigenschaften natürlich super. Was wieder mal sehr seltsam war, dass der Kollege dann in Alaska bei minus was weiß ich wie viel Grad tatsächlich sich den Kofferraum anguckt. Also Leute, wenn du schon bei Minustemperaturen unterwegs bist, dann erwartet Tesla von dir, dass du Sachen ausprobierst, die bei Minustemperaturen relevant sind und nicht die Größe vom Kofferraum oder die Sitzmöglichkeiten in der zweiten Reihe. Na gut, hat er dann ja auch gemacht. Die meisten Aufnahmen waren ja hier auch Driften, Donuts und was nicht alles auf dem Eis und Schnee. Und manchmal waren im Hintergrund auch andere Testautos von Tesla zu sehen, die er nicht filmen durfte. Na schön. Gut, kommen wir zurück zu den Tatsachen. Was war bei uns hier so los? Ich war mit dem Frank-Uwe unterwegs und ja, wir sind nämlich jetzt reingefallen. Wir sind disconnected worden von der Premium Connectivity. Er ist disconnected worden schon ein paar Tage vorher. Mein Auto nicht mal 1000 Kilometer drauf und schon einen Monat um. Wir haben ja mehr ein Stehzeug als Fahrzeuge gerade. Und deshalb erloschen die Premium Connectivity. Zwar nicht am 23., wie es da steht, aber am 25. war sie dann schon weg. So, ich teste das jetzt ja im Realbetrieb natürlich weiter aus für euch. Zeige euch also, wie kommt man ohne Premium Connectivity auch noch vorwärts? Fährt das Auto überhaupt noch? Wir haben es aber mal in einem Video auf jeden Fall mal durchgeguckt. Da gibt es ja so eine schöne Matrix, auch was alles gehen soll im Standard und was im Premium geht. Im Standard geht nur eine Sache, nämlich die Navigation. Im Premium geht dann irgendwie wieder alles. Und wir haben auch live dann dazu gebucht und im Auto vom Frank Uwe der Black Pearl. Das ja dann auch live ausprobieren und euch gezeigt, ob es sofort wieder geht oder ob man doch ein bisschen mehrmals booten muss und wie booten und was nicht alles. Guckt euch das an. Nämlich die große Frage ist, ist euch diese 120 Euro im Jahr, sind die euch wert bei einem Auto, was ja günstigsten Fall 41.000 Euro kostet, 44 vor der staatlichen Prämie, die ja schwer zu bekommen ist. Ist es euch da wert, nochmal 120 Euro im Jahr dazuzulegen? Das muss jeder wissen, jetzt muss jeder für sich entscheiden. Der Frank Uwe hat es entschieden, wollte es sofort wieder haben. Mann, der hat ja auch den Advanced Autopilot, der auch viel Geld kostet, 6.300, ne? Demnächst sogar mehr. Okay, ich bin ja jetzt mal ohne das Ding unterwegs und ich checke für euch, gibt es Alternativen, weil man hat sowas dazwischen. Man kann nämlich WLAN einschalten, dann funktioniert der Browser wieder und es gibt ja sowas wie ein paar so Sachen, also der Google Maps geht prinzipiell auch, der fährt bloß nicht. Wenn man auch beim Fahren was haben will, braucht man zum Beispiel sowas wie der A Better Route Planner. Oder falls ihr noch was anderes habt, müsst ihr mir mal sagen, ich suche schon immer irgendwas, was in dem Tesla Navi, was in dem Tesla Browser als Navi funktioniert. Und bisher habe ich nur A Better Route Planner gefunden. Der Google-Dinger wäre natürlich am einfachsten, aber irgendwie ist der nicht zu überlisten, sich in diesen Fahrmodus zu versetzen. Und hier, wenn man da Advanced haben will, bei dem Better Route Planner muss man 5 Euro im Monat zahlen oder 50 Euro im Jahr. Und dann bekommt man zum Beispiel auch Realtime Traffic wieder. Und ich probiere das auf jeden Fall mal für euch aus, wie das denn aussieht, ob das in irgendeiner Form eine Alternative ist. Wie gesagt, man braucht Internet, was man dann nur über WLAN, über einen Hotspot in seinem Handy bekommt. Man muss es dummerweise dann während der Fahrt nochmal verbinden, weil wenn man es im Stand einschaltet und dann losfährt, ist es immer aus wieder. Ich weiß nicht, ob man Reconnect sauber macht, das teste ich alles für euch, könnt ihr dann bei mir gucken. Deshalb nochmal Erinnerung, Better Route Planner anzugucken. Gibt es auch eine neue Version, man kommt auch auf den alten noch, hier unten mit /Classic, ansonsten ist jetzt der neue aktiv. Inzwischen weiß ich, wie er funktioniert. Ich war ein bisschen gefrustet, wo ich das erste Mal ausprobiert habe. Ja, Usability, also ja, nee, ist immer so, wenn man Sachen kennt und plötzlich sind die alle anders, wie bei Windows. Windows habe ich auch gedacht, boah, Windows 10 kann ich nicht bedienen. Gut, zweite, was ich nochmal sagen will, erinnern will, ist dieses Tronity, was wir jetzt auch schon längere Zeit am Laufen haben. Also der Frank Uwe hat es am Laufen, ich habe es am Laufen. Der Peter ist von was anderem noch überzeugt, von dem Scan My Tesla und den Sachen, die da dran hängen. Die sind natürlich alle kostenfrei. Das hier kostet ein bisschen was. Ich hänge euch aber unten mal einen Empfehlungslink rein, wo ihr dann auch ein bisschen länger testen könnt, ja.
Und das Teil hat ja auch eine super Aufzeichnung. Das ist natürlich eine Verbindung, die übers Internet geht, also nicht nochmal über den OBD2-Dongle, das hat es nicht drin. Aber es zeichnet relativ viel auf und hat schöne Grafiken, die es dargestellt hat, auch zum Beispiel hier Ladekurven und sowas. Also ich finde es super. Bei meinem Auto, jetzt im Standard Range Plus, sagt er mir im Moment, er kommt 349 Kilometer weit bei der Fahrweise, die ich hatte, mit 14,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ich habe aber auch immer nur so über die Schwäbische Alb so ein paar Ausfahrten am Wochenende gemacht. Und da fuhr ich natürlich extrem langsam mit offenen Scheiben und habe mir das Gezwitscher und Gebimmel der Kuhglocken angehört. Ja, aber da nochmal eine Empfehlung, guckt euch mal dieses Tronity an. Okay, wenn ihr kein Geld bezahlen wollt, dann, wenn es euch das nicht wert ist, aber ihr testet das, könnt das mal testen, einen Monat oder zwei Monate. Das nochmal dazu. Gut, okay, jetzt Werbeblock am Ende. Ich berichte aber nur über Sachen, die mir hier auch wirklich gefallen und die ich deshalb empfehle. Was war so bei Tesla los? Es gab wieder ein Update oder es kommt ein Update, je nachdem, die 2020. Okay, wir haben die 16er Grad, komme ich gleich drauf. Da wird dieses Videospiel Fallout Shelter kommen. Das ist irgendwie so ein Ding, da läuft man hier, also wenn man danach googelt, findet man das, läuft man irgendwie in solchen Räumen rum, gefällt mir ganz gut. Also das nutzt dann wohl wirklich mal das Teil richtig aus, die CPU dahinter ist. Ich sage ja immer, ich stehe höchstens oder bin im Auto höchstens 10 bis 15 Minuten bei einem Ladevorgang, da lohnt sich das fast gar nicht. Aber ich kann das verstehen, wenn man Kinder dabei hat und so weiter, sind diese Spiele vielleicht echt geckig. Was ich nochmal mit meinem Sohn machen will, der ist ja Musiker, ist dieses Teil da, wie heißt das jetzt, Tracks oder was, ne? Das ist ja auch da eingebaut, das hat auch nochmal eine Verbesserung, da kann man ja so auch Noten irgendwie dann reinmachen, allerdings erst, wenn man die 2020 hat, die habe ich ja noch nicht drauf. Was wir nämlich drauf haben, ist die 16 irgendwas und die hat auf jeden Fall jetzt laufende Fußgänger, ja, und auch mehr Fußgänger scheinbar und bessere Mülltonnen, das habe ich aber auch schon bei mir jetzt gesehen. Übrigens, solche komischen Pfosten erkennt er jetzt auch. Und die Pöppel da, die Orangen, die ja sowieso diese, also für irgendwelche Baustellen. Und das Teil, steht hier gar nicht, soll eine ziemlich Verbesserung im Autopilot haben. Neue Autopilot. Naja, gut, Fußgängeranimation. Nee, der Autopilot an sich soll sich verbessert haben. Ich weiß nicht, ob das in der Version ist, die wir jetzt schon in Deutschland auch gerade kriegen. Also mein Auto sagt schon, boah, mach ein Update, aber ich habe ja gar nicht dokumentiert, wie es sich im Moment verhält. Also muss ich erstmal Todesstrecke fahren, Update machen, Todesstrecke fahren. Ja, es gibt wieder Todesstrecken anzugucken. Okay, ganz kurz noch. Die Highlight-Meldungen von Tesla waren eigentlich zwei. Einmal Vorausschau wahrscheinlich auf den Battery Day, dass man in China zumindest, andere Batterien einsetzen will, Lithium-Eisenphosphat, LFP, oder noch was anderes, also mit wenig oder diesem hier bis gar keinem Kobalt mehr drin, aber einer geringeren Energiedichte, trotzdem soll man da dieselbe Reichweite bekommen, sprich man müsste irgendwie ein bisschen mehr Batterien reinbauen, oder LG Chem, beziehungsweise CATL heißen die, nicht Kattel, sondern CATL. Also CATL hat wohl da irgendwas in der Mache mit diesen LFP-Batterien, dass sie da noch mehr Energie wieder reinkriegen. Und es geht ja vor allem um diese Kobalt-Geschichte, dass das rauskommt. Dann ist Tesla tatsächlich kobaltfrei, wenn sie das machen. Also das passt alles in dieser ganze Battery-Geschichte rein, die da kommen soll. Ich bin also gespannt, wann da mal dieser Battery Day kommt und sie uns das alles erklären, wie das dann in Zukunft laufen soll. Jo. Und die Preise sind gesenkt worden, beziehungsweise dafür ist es aber hier bei S&X jetzt das kostenlose Laden gekillt worden. Das ist schade. Bestandsfahrzeuge haben es übrigens noch drin, auch die jetzt praktisch drin sind, die man sofort bekommen kann. Nur neu konfigurierte ist wohl rausgefallen. Mal schauen, vielleicht kommt es ja wieder. Es geht ja manchmal raus und rein und sowas. Aber dann ist das Laden am Supercharger nämlich auch vor allem für die großen Akkus dann auch nicht mehr so günstig, muss ich euch sagen. Ne? Dann ist tatsächlich so eine 7,60 Euro am Ionity durchaus günstiger. Darf ich gar nicht sagen. Ne? Gut, die Preise wurden gesenkt. Bei S&X glaube ich so um die 1000 Euro teilweise oder Dollars, je nachdem wo man guckt. In USA eigentlich auch das Model 3. Ich habe jetzt mal geguckt, bei uns ist tatsächlich auch was passiert, obwohl immer alle sagen, bei uns wäre nichts passiert. Ich habe aber einen alten Screenshot gefunden und habe mich auch gewundert, weil ich habe mich immer gedacht 44 irgendwas und jetzt ist es bei 43. Also 400 Euro ist auch bei uns der Preis im Moment runtergegangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Endpreis schon ist. Muss man mal sehen. Und wir sind natürlich jetzt gespannt, muss man ganz deutlich sagen, wie das überhaupt weitergeht, ob mir eine
Mehrwertsteuer, Umsatzsteuerbefreiung da kriegen für E-Fahrzeuge oder was weiß ich, oder einen Superbonus oder sowas, oder ob die Hersteller selber da runtergehen. Ich habe jetzt schon gesehen, wer war das, Nissan oder Hyundai, irgendeiner von den Asiaten hat schon gesagt, sie gehen jetzt, das waren glaube ich ein riesen Rabatt, haben die da reingeschrieben gehabt. Ich habe es dummerweise nicht ausgeschnitten. Ne? Also irgendwelche geben schon mal einen Rabatt jetzt, vorsorglich sozusagen. Tesla gibt normalerweise ja keinen Rabatt, deshalb war das auch erstaunlich, dass hier irgendeine Kürzung kam von den Preisen. In China war das ja klar, da wollten sie es machen. Gut, in den USA vielleicht auch, um jetzt das Ganze anzukurbeln, auch diesen einen Monat Verlust ein bisschen auszugleichen. Deutschland sind sie ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Das nächste war wieder eine Ankündigung von Elon hier bezüglich dem SpaceX-Paket. Ach, SpaceX kommt noch. James Bond mit Hochdruck, Ultra-Hochdruck, Druckluft und Kaltgas-Strahlruder. Das ist jetzt die deutsche Übersetzung hier vom Google-Übersetzer. Hinter dem Nummernschild, also das Nummernschild klappt runter, hier steht, es fällt runter, das ist Quatsch. Es klappt runter und dann kommt das raus, wie bei James Bond, kennt ihr vielleicht auch, da hatten der natürlich sein Maschinengewehr drin oder sowas. Oder das rollende Nummernschild, alles unzulässig, sowas. Das soll hier reingebaut werden in den Roadster. Hey Mann, bring den Roadster überhaupt mal her, ich will mal langsam jetzt Roadster fahren. Weil, ihr wisst ja, ne, wir haben ja alle den Roadster gewonnen, ne? Wir sind Roadster, also Dennis Wittus und Tesla Markus, Markus Meinschein und Horst Lüning und Ove und keine Ahnung, wer alles den Dinger gewonnen hat. Die werden ihn hoffentlich auch alle bestellen. Also da bin ich nochmal gespannt auf dieses Geschoss, weil ich finde den einfach auch so vom Design her super. Also der sieht echt richtig cool aus, so muss ein Auto aus der Zukunft irgendwie aussehen, auch innen. Hier bin ich mir ein bisschen in Zweifel bei dem Cybertruck. Was der Elon Musk da oben drauf macht, weiß ich auch nicht. Und der Kollege ist irgendwie ein bekannter YouTuber oder Fernsehkerle da. Mit dem ist er dann noch rumgefahren und dem Teil sogar in dem Tunnel da rumgefahren von The Boring Company. Man sieht immer, wie die Sachen dann doch alle zusammenpassen. SpaceX in Tesla reingebaut und dieser Cybertruck in die Röhre vom Boring, ne? Und jetzt hat er auch gesagt, nee, der bleibt doch in der Größe, für USA zumindest. Da passt er ja auch, dieses Teil da von Ford ist ja auch so riesig. Und für Europa muss man gucken, ob da ein bisschen kleiner werden muss, damit er wenigstens noch mit zusammen in die Garage passt, was da das Ding war. Auf was wir allerdings immer noch warten von Tesla ist natürlich das Cabrio. Wir haben Roadsters, wo man vielleicht das Dach abnehmen kann, aber so ein richtiges Cabrio haben wir nicht. Und das Model 3 würde das ja schon hergeben. Jetzt dieser Umbau, ich weiß gar nicht warum, hat irgendwie die Gemüter erhitzt letzte Woche, weil, das ist hier übrigens die Website, wo ihr das angucken könnt, die bauen noch andere Sachen um, weil es irgendwie nicht so schön aussieht. Ich habe da jetzt so hingeguckt und dachte, ja, es sieht eigentlich ganz cool aus. Natürlich, die Details sind nicht toll. Es ist hier ein bisschen eckig, hier der Überrollbügel und warum ist da überhaupt einer? Und hinten das Verdeck, das liegt da außen so rum. Ne? Sie wollten halt nicht noch in den Kofferraum eingreifen und das ist ja so ein bisschen so drüber geknullt und wenn es dann zu ist, sieht es auch ulkig aus. Obwohl, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Ich finde nur der Preis schlimm. Also das Auto kostet dann plötzlich ein Drittel mehr, ne? Die Hälfte mehr. Also 20.000 musste den Umbau zahlen, Euros, Dollar, Dollar und dann nochmal 40.000 fürs Auto, ja gut, 60, dann darfst du halt nur den Standard Range Plus umbauen, ne? Aber cool sieht es schon aus und ich find's echt schade, dass Tesla da in die Richtung gar nichts macht. Bisher war es auch so, die sagen auch die Hersteller hier, die sowas machen, man muss da ganz schön Versteifungen noch reinbauen, dass das Ding nicht auseinanderfällt. Es ist halt nicht dafür designed. Also das ist etwas, was Tesla tatsächlich tutti completti vergessen hat bisher im Design, auch nicht vorgesehen hat. Das wird es deshalb auch in nächster Zeit scheinbar nicht geben. Schade. So ist es natürlich doch ein bisschen arg teuer. Ich kenne mich da aber nicht aus, wie andere Umbauten, was die kosten, ob das jetzt hier besonders problematisch ist oder woran das liegt. Man kann da was anderes machen, das ist jetzt aber nur mal gefotoshoppt. Wenn man ein Model X hernimmt und das so ein bisschen photoshoppt, dann könnte nämlich hier so ein Minivan dabei rauskommen. Ja, und das sieht wirklich cool aus, finde ich. Sieht so ein bisschen Ford-mäßig aus, hatte ich so auf den ersten Blick gedacht. Das hier kann natürlich jetzt keine Flügeltür mehr sein, das müsste jetzt tatsächlich so eine Schiebetür sein, à la Ford oder irgendwie sowas. Also da könnte man sich auch vorstellen, dass Tesla da bei den Autos so ein richtiger Van, also Minivan würde ich das gar nicht mehr nennen, das ist der Großvan ja dann, weil der Minivan ist ja das Model Y, Model Y in Deutsch, ne? Also da nochmal ein Next Model X sozusagen, das Next XL sozusagen. Ja, also Kombi, also wir würden Kombi dazu sagen, ne? Ja, oder kommt auf die Höhe an, ne? Ein richtiger Siebensitzer dann und noch immer Kofferraum.
Gut, das ist Future alles. Was ist denn jetzt realistisch? Realistisch ist der ID.3 von VW. Ja, und jetzt kommt leider das, was ich schon mehrmals gesagt habe, was viele schon gesagt haben, ist jetzt nochmal hochgekommen. Jetzt wissen wir nicht, ob das eine Fake News ist, eine alte News nochmal, oder ob dem tatsächlich so ist. Es ist aktuell. Es wurde jetzt wieder mal gesagt, das ist jetzt mal hier über Golem reingekommen, aber auch über andere Kanäle. Man muss nicht alles von Elektrik nehmen, weiß ich. Ja, deshalb ist auch unklar, ob das stimmt. Also Vorsicht, Fake News. Ja. Wieder mal die Behauptung, dass der ID.3 mit abgespecktem Funktionsumfang wahrscheinlich ausgeliefert wird. Und wieder diese Vermutung, dass es mit der Software Probleme gibt. Und neu ist jetzt, dass das Head-Up-Display, was wir da mehrmals schon gesehen haben, gar nicht mit der Hardware zu realisieren ist, dass die Hardware überfordert ist. Und. Also wenn es jetzt nochmal Probleme gibt, tatsächlich, dass man die Hardware tauschen müsste, na, dann ist natürlich die Frage, ob das überhaupt geht, ob das Auto da nicht viel teurer wird, ob man da nicht lieber die Funktion weglässt. Ja, das ist die Frage. Und auch weiterhin ist aufgekommen, dass die Autos kein On-Over-the-Air-Software-Update machen können, dass das erst später drin ist, dass also die Autos tatsächlich bei den Händlern geupdatet werden müssen. Oder mit einem USB-Stick oder sowas. Nee, wahrscheinlich beim Händler, weil da kannst du wieder Geld dafür verlangen und so weiter und so fort. Und das hört sich überhaupt nicht gut an. Also die behaupten, sie hätten interne Unterlagen da und deshalb wäre das jetzt hier auch, sagen wir mal, verifiziert. Und das ganze Ding würde auch einen Monat später kommen. Das werden wir nächsten Monat sehen. Am 17. ist, glaube ich, der Termin, wo man die Vorreservierungen scheinbar konfigurieren dürfen. Schauen wir mal. Ja. Ich habe auch gedacht, ja, wenn das tatsächlich so aussieht, ich habe aber immer gedacht, das kann nicht so aussehen, so wahrscheinlich nur der untere Teil wird realisiert. Aber tatsächlich in der Anleitung war es ja auch drin, dass hier so ein oberer Teil ist in dem Head-Up-Display, dann, dass tatsächlich solche Pfeile oder irgendwas Augmented Reality-mäßig dann da anzeigt. Es passt irgendwie gar nicht zu dem Auto, weil das ja eigentlich günstiger ist, also günstiger als das Model 3. Ja, auf dem Level vom Model 3 Standard Range Plus dann vielleicht, ne? Schauen wir mal, was da passiert. Gerüchte um den ID.3. Im Moment war es sonst nämlich ziemlich ruhig dazu. Nee, es war nicht ruhig um VW. Nee, nee. Das ist dieselbe Firma übrigens. Ne? ID.3 und das hier und Dieselskandal ist dieselbe Firma. VW ist jetzt hochrichterlich tatsächlich abgemahnt, abgewatscht worden, sittenwidrig. Ja, also ich finde diese Formulierungen echt herb. Also sittenwidriges Verhalten, vorsätzlich sittenwidrige Täuschung ist ihnen jetzt bescheinigt worden. Ja, nur leider 2008 bis 2016 verjährt. Ja, also wenn du nicht jetzt schon vorher Klage eingereicht hast, dich irgend so einem Verfahren angehängt hast, hast du jetzt keine Chance mehr. Das ist, glaube ich, auch das, was sie deshalb jetzt als Erfolg sehen. So lange aussitzen, bis verjährt. Natürlich kriegen jetzt Tausende von VW-Fahrer kriegen jetzt einen Ersatz, ganz klar, aber es sind noch Tausende, die keinen kriegen. Also nicht so wie in den USA das lief, ne? Und natürlich wird dir gegengerechnet, wie viele Kilometer bist du mit dem Auto gefahren und so weiter und so fort. Und das ist der Kollege, dem muss man echt auf die Schulter klopfen, der diesen Vergleich erwirkt hat oder dieses Urteil erwirkt hat für sein Auto. Und ich bin mal gespannt, was die Leute am Ende tatsächlich dann kriegen. Auf jeden Fall deutlich mehr als das, was vorher ausgehandelt wurde. Ja. Und was noch anhängend ist, da steht hier noch einmal die ganzen Klagen natürlich gegen andere Autobauer, Daimler, ne? Und so und Co., die hängen ja auch genauso drin. Und natürlich gegen Chef Winterkorn, der ja scheinbar immer aus dem Raum gegangen ist, wenn diese Schummeleien da erfunden wurden. 240.000 Vergleiche wurden ja abgeschlossen. Wahnsinnig. 60.000 Verfahren anhängig. Boah. Ja, also, es ist Ihnen jetzt eindeutig nachgewiesen worden, dass Sie betrogen haben, sittenwidrige Täuschung vorsätzlich. Ja, das Auto. Die VW Volkswagen, das ist wie Lufthansa. Das ist systemrelevant, das ist deutsch. Vielleicht müsste man es verstaatlichen. Ja. Vorbei. Nein. Was machen denn unsere deutschen Hersteller? Ich habe ja immer die deutschen Hersteller im Blick. Ihr sagt immer, boah, bloß Tesla und was weiß ich. Nee, ich gucke jetzt mal den deutschen Herstellern. Von BMW habe ich letztes Mal schon gesagt, diese Plug-in-Hybrid-Strategie da gerade bei BMW. Sie haben jetzt den X2 tatsächlich auch dann demnächst erhältlich.
kommt natürlich hier, wenn du auf der Seite bist, suchst du verzweifelt nach dem Auto. Bei Mercedes sieht es nicht viel besser aus, die Autos, auf die ich warte. Ne? Okay, den A-Klasse-Hybrid gibt es schon, B-Klasse-Hybrid nicht, aber andere. Den EQV gibt es jetzt dann. Ne? Und also den Van, das ist das Model X sozusagen. Na gut, da ist schon ein Unterschied. Das sieht schon eher aus wie ein Busle, ne? Das hier. Also das ist ein Bus. Ne? Gut, ich habe ja immer mit dem X2 so geliebäugelt, weil der nicht ganz so vor die Wand gefahren aussieht, ne? Ein bisschen runder. Ne? Ja. Man kann übrigens sich auch diese Niere vorne ans Model 3 dran kleben, wenn man das Nummernschild hier unten hat, und dann sieht das so aus. Also wieso macht nicht BMW so ein Auto? Ne? Gute Frage. Oder Porsche? Naja, gut. Also es ist echt witzig hier, genau. Also gibt es vielleicht noch verschiedene Aufkleber da vorne, so ein Haifischmaul oder sowas. Gut, sonst ein iPace ist jetzt auch förderfähig nach Preissenkung. Boah, cool. Und der Mustang kommt Anfang 2021 nach Europa. Das ist jetzt nicht so gut. Die wollten eigentlich in 2020 noch kommen. Der ist übrigens interessant. Warum? Weil Ford bei mir in der Firma immer noch als Leasing-Hersteller, also ja, ne, geführt wird. Deshalb, der Mach-E wäre ein Auto, was ich in meiner Firma übers Leasing vielleicht bekommen könnte. Also ein richtiges E-Auto. Weil die anderen, die so draufstehen, BMW und Mercedes, haben ja keine richtigen Autos. Na gut, BMW jetzt einen. Und der EQC ist ja zu teuer, beziehungsweise ist halt ein umgebauter Verbrenner, ja, und deshalb auch nicht so was ich mir vorstelle. Also der Mach-E wäre dann sowas gewesen, genau. Und hier Japan, Mazda, der MX-30, ich bin mir nicht ganz sicher, wann der nach Deutschland kommt. Doch, hier steht es ja. Ne? In der zweiten Jahreshälfte kommt der plötzlich Zong nach Deutschland zum Mazda-Händler. Ich habe überhaupt keinen Mazda-Händler hier in der Gegend. Und der hat, glaube ich, ein bisschen wenig Ausstattung. Also deutlich unter dem Standard Range Plus für 33.000. Ja, ne? Ist interessant auf jeden Fall. Das Auto sieht mir auch wieder ein bisschen bullig aus, aber ist ja so der Trend im Moment. Also das sind die Sachen, die jetzt demnächst auch kommen. Gut, mal Autos weg. Letzte Woche hatten wir noch was, jetzt kommen wir wieder zu Tesla zurück. SpaceX, erster Flug wieder von den Amerikanern mit zwei amerikanischen Astronauten. Vier passen übrigens rein in das Teil. Dragon-Kapsel, ne? Crew Dragon heißt das. Auf der Falcon 9-Rakete, also der Zusammenhang muss man immer herstellen, und SpaceX der Hersteller. So, die wollten zur ISS starten am 27. Mai, haben auch alles gemacht. Ich habe das auch hier Fotos mitgemacht. Elon Musk war da und das ist der Chef von der NASA. Und dann haben sie diese zwei Model Xe da gehabt zum Hinfahren und das war echt super. Man kann da sogar, das ist so viel Platz, dann kann man noch die Crewmannschaft da von SpaceX kann schon noch drin stehen. Alle angeschnallt und das Ding zurückgefahren und dann dunkle Wolken. Ja, der Start musste tatsächlich 10 Minuten vor Countdown-Ende abgesagt werden. Das ist wohl so die Zeitspanne, wo man dann noch gut absagen kann. War dann zu schlechtes Wetter, alle wieder aussteigen. 2 Stunden vorher müssen sie da rein, also es geht noch. Bei Soyuz ist man, glaube ich, 4 Stunden, glaube ich, vorher drin. Ja. Und nächster Start ist deshalb jetzt heute Abend um 21.22 Uhr Samstag am 30. Ja, schauen wir mal. Also das wird eine ganz coole Sache. Ich war jetzt dabei, also beim nächsten Mal gucke ich mir nur noch den Start an, jetzt die Vorbereitung, das ist ja dann jetzt langweilig. Es war irgendwie schon spannend, das Ganze nochmal so mitzuerleben, vor allem wenn man so Hintergrundinformationen hat. Trotz allem, also Soyuz Hintergrundinformationen. Gut, es gibt noch was Interessantes. Die NASA und SpaceX und Tom Cruise machen einen Film oder wollen einen Film machen. Und tatsächlich hat Tom Cruise sich überlegt, ich könnte doch auf der ISS praktisch filmen. Also er will da tatsächlich das machen. Nicht bloß im Studio mit Greenscreen und so, ne? Bluescreen, Greenscreen und was nicht alles und Schwebeeinrichtungen. Nein, richtig schwerelos. Und die NASA fand das super. Die unterstützt die Pläne und SpaceX-Besitzer, Chef Elon Musk natürlich auch. Und er hat auch gesagt, ja, dann fliegst du mit der Crew Dragon natürlich hin, mit deinem Fernsehteam und so weiter oder mehreren Flügen und keine Ahnung. Und dann wird das da oben gefilmt, ja, weil sie wollen eigentlich, es soll zwar irgendwie so ein Actionfilm natürlich werden, so, ne, das ist schon klar, aber es soll auch irgendwie so ein Werbefilm werden für die neue Generation von Ingenieuren und Wissenschaftlern. Ja, das ist so die Idee. Obercool, das wäre praktisch der erste Film, der real in Schwerelosigkeit dann gedreht wird, Spielfilm. Es gab natürlich schon Lehrfilme und so weiter. Ich glaube aber so das Gefühl, man müsste da oben dann erstmal aufräumen.
Ja, und er wird natürlich nur einen einzigen Kameramann mitnehmen können oder auch, weiß ich nicht, die Crewmitglieder, die dann doch dort sind, müssen filmen. Tom Cruise im Weltall, unterstützt von der NASA und von SpaceX. Okay. Ja, von Elon gab es noch was. Er hat ja Nachwuchs bekommen. Gratulation nochmal an Elon Musk, 48. Seine Freundin oder seine Lebensgefährtin ist 32. Und ich glaube, die hat eher das Problem mit diesen Benamsung da von dem Jungen. X12, na gut, was auch immer das heißen mag, in ihrer Elfensprache und künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, ja, okay, der arme Junge, ich hoffe, er hat noch einen zweiten Namen, Karl oder Kurt, ne? Gut, weg. Aber führt natürlich wieder dazu, wenn hier bei mir einer das liest, dann sagen die wieder, seht ihr, Elon Musk, das ist so ein totaler Spinner. Ne? Und die sehen dann nicht, was der eigentlich so in die Wege geleitet hat, auch an Ideen wirklich eingebracht hat, also gerade SpaceX, Boring Company, Tesla, ne, das sind ja nur so, ich hatte glaube ich noch nie jemanden gegeben, der so viele Sachen initiiert hat, auch die dann auch tatsächlich umgesetzt worden sind. Das ist eigentlich das Erstaunliche an dem Mann und deshalb ist der meiner Meinung nach noch bedeutender, in Anführungszeichen, als ein Steve Jobs oder ein Bill Gates oder Zuckerberg oder irgend solche Leute, weil der einfach so breit aufgestellt ist mit dem, was er macht. Und der macht es doch tatsächlich. Ne? Anderer hier, den man in den USA da hat, diesen Trump, den müsste man tatsächlich, sage ich ja immer so lustig, mal jetzt hier an den Karren fahren. Das hat jetzt auch Twitter gemacht. Ich habe gedacht, eigentlich nur in Europa müsste das zensiert werden. Nee, Twitter zensiert jetzt auch offensichtliche Fake News in USA und schreibt dann auch, unter einen Tweet vom Präsidenten drunter, das stimmt so nicht. Und hier ist der Link auf die Wahrheit. Da regt sich natürlich Präsident drüber auf und will jetzt Twitter irgendwie beschlagnahmen. Ne? Gut, Zuckerberg hat dann im Fernsehen gesagt, in der Stellungnahme, Facebook möchte auch nicht immer drüber entscheiden, ob das richtig oder falsch ist. Das geht nicht auf Dauer. Ne? Okay, also sagt er, bitte twittert mal was oder schreibt mal was, was auch der Wahrheit entspricht. Aber das kann man, glaube ich, dem Kollegen hier nicht mehr beibringen. Gut, Amazon, also die, wenn man dem großen Hersteller sind, wir müssen immer ein bisschen auseinander dividieren. Google fährt Roboterautos. Amazon macht Versandhandel und Server. Ne? Warum macht Amazon nicht Roboterautos? Könnten sie auch machen. Also Amazon steigt jetzt auch, oder Amazon bei uns, ne, ist mal Model Y, Model Y. Amazon steigt jetzt ins Robotergeschäft ein. Nee, wir machen das so. Amazon ist der Versandhandel und Amazon ist der Anbieter von den Cloud Computing. Und zwar Zogs. Ja. Und das Ding sieht irgendwie so komisch drauf montiert aus. Das ist nicht schön, aber klar. Ja, ich habe die Woche wieder ein super Video von Mobileye gesehen, ne, wo sie wieder in Jerusalem rumgefahren sind. Es ist einfach cool, was alles schon so geht. Meine, wir Tesla-Fahrer haben zwar die Autos, die das theoretisch auch können, aber die Autos, die es wirklich können, sind diese Dinger mit diesen draufmontierten Teilen. Ne? Die können es wirklich. Es muss jetzt irgendwie nochmal zusammenkommen, das Ganze. Leider sind sie alle Konkurrenten. Okay. Also der ADAC hat natürlich nachher mit den Autos zu tun und der sagt, die Batterie ist eigentlich das Problem. Statistik ist das natürlich hier, die Pannenstatistik vom ADAC. Die meinen natürlich nicht die Batterien von E-Autos. Nee, mit denen haben die noch im Moment weniger zu tun. Die meinen natürlich die 12-Volt-Batterien. Und da haben wir Tesla-Fahrer ja auch ein Problem. Klar, die 12-Volt-Batterie, diese Popelfax-Batterie da, die ist irgendwann mal down und in einem Autoleben womöglich auch mehrfach. Die kannst du selber nicht tauschen, weil die da so komisch verkluschelt da reingebaut ist. Musst du zum Service Center oder dich sogar abschleppen lassen. Im schlimmsten Fall bist du ja gebrickt dann, ne? Und der Frunk auch nicht mehr aufkriegst und ja, neulich wieder passiert, ne? Na gut. Aber das sagt auch jeder ADAC, das ist natürlich noch ein Schwächefaktor. Ich verstehe es weiterhin nicht. Ich verstehe auch nicht, warum man das nicht überbrücken kann, wenn man eh schon so eine riesen Batterie da drin ist. Man braucht scheinbar noch einen zweiten Kreis mit den 12 Volt. Also das wird auch weiterhin da drinne bleiben. Na gut, ganz zu schweigen von der ganzen Hydraulik und was für Sachen, die da eh immer noch sind. Ne? Und Wasserstoff ist auch nicht tot zu kriegen. Der TÜV Süd will jetzt weiter mit Wasserstoff hier und mit dem OGE irgendwie was machen. Ja, obwohl man natürlich jetzt denkt, im Bereich von Öl, Erdgas, Kohle, da kann ich das verstehen, Heizungen und... Ja, und es kommt auch wieder diese Pufferung mit dem Windstrom. Ne? Also das kommt ja weiterhin, das habe ich ja schon mal vor Jahren zu euch gesagt. Ich war mal auf so einer Tagung, wo so lauter Bürgermeister waren, die Windkraftwerke hatten. Und denen ist das so schmackhaft gemacht worden.
wandelt doch in eure Windkraft, wenn die keiner braucht, also der elektrische Strom, alle in Wasserstoff um und speichert den, ne? Ja, das ist da immer noch im Gespräch und wird vermutlich jetzt, auch wenn diese Fördermittel kommen und diese ganze Wiederaufbauprogramme kommen, wird das wahrscheinlich auch von der Bundesregierung weiter gefördert. Ich hoffe, sie kommen ein bisschen von dem Wasserstoff in Personenfahrzeugen weg. Also Wasserstoff auf der Schiene, Wasserstoff in LKW kann ich verstehen oder auch so als Puffer vielleicht noch. Ist zwar nicht auch nicht effizient, aber irgendwie das, wenn man das unbedingt machen will, und also wenn ich jetzt hier sehe, Öl, Erdgas und Kohle, ist okay. Ansonsten PKW würde ich es jetzt im Moment auch nicht machen. Da muss das Ding schon nochmal weiterentwickelt werden. Aber Wasserstoffdiskussion hatten wir schon. Bitte nicht wieder anfangen. Ja, und Amazon, diese da, Amazon, Amazon, die haben jetzt, sind jetzt auch, steigen auch ein mit, sie wollen 3 urbane Greenpeace-Projekte in Deutschland fördern. Das ist eigentlich die neue Meldung. Sie haben bisher nämlich eigentlich nur in den USA gefördert und jetzt fördern sie hier auch in Deutschland. 100 Millionen US-Dollar werden zur Verfügung gestellt. Ja, und damit ist das erste Projekt außerhalb der USA tatsächlich. Ich weiß nicht genau, was das für Projekte sind im urbanen Umfeld, also im städtischen Umfeld. Lassen wir uns mal überraschen, was da so kommt. Die Ideen in der Pandemie sind hier auf dieser Seite zusammengeklebt und tatsächlich Autokino. Autokino ist weiterhin das große Thema. Wir hatten es ja, ich habe es ja schon mehrmals gesagt, hier in Kirchheim Tech wohl hat einer die Anführungszeichen erste Idee gehabt, so ein Autokino aufzubauen, weil er nämlich sein Freilichtkino nicht machen konnte. Und jetzt hat man gemerkt, hey, man könnte ja noch viel, viel mehr damit machen. Also Bad Cannstatt auf dem Cannstatter Wasen, der kann ja auch nicht stattfinden, da baut man jetzt auch ein riesen Autokino auf. Es sind schon 50 Konzerte und 125 Kinovorstellungen geplant. Und jetzt kam natürlich auch die Idee, klar, man kann auch andere Sachen da machen, so Vorträge und Gottesdienste und was nicht alles. Man muss jetzt immer einteilen, ne? Konzerte könnten ja auch bei Licht stattfinden, Kino natürlich nur des Nachts. Also tolle Ideen jetzt gerade in diesem Autokino-Format. Und zweite soll dann auch am Flughafen aufgebaut werden. Wo da ist mir nicht klar. Flughafen frage ich demnächst vielleicht nochmal für euch vorbei. Mal gucken, wie das im Stuttgarter Flughafen gerade aussieht. Ansonsten ist tatsächlich jetzt hier die Chance da. Hier Renault ist jetzt das erste. Frankreich ist gerade so am Vorpreschen. Die wurden aufgefordert von der Regierung, jetzt ein Komplettkonzept vorzulegen, wenn sie eine Milliardenhilfe haben wollen. Ausbau der Elektromobilität. Renault ist ja auch schon dabei, ne? Die CSU hat einen virtuellen Parteitag jetzt offiziell gemacht. Ich glaube, die Grünen haben es auch schon versucht. Da war es noch ein bisschen problematischer. Hier lief es dann schon ein bisschen besser. Und ja, ansonsten ist die Lufthansa, wird jetzt scheinbar dann doch von der Bundesregierung gefördert und damit ist die Bundesregierung Großaktionär. Ich glaube, im Moment haben sie es noch abgelehnt, aber das wird dann irgendwie noch kommen. Ja, es gibt also, die haben es jetzt irgendwie gerade noch so gerettet. Ja, Nvidia ist ja groß im Plus, habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Hier steht es jetzt 39% mehr Umsatz im Quartal. Ja, und natürlich, weil jetzt gerade Rechenzentren, also die haben hier Profit gemacht, vor allem mit Rechenzentren, hätte ich jetzt das auch nicht gedacht, weil sie verkaufen ja auch sehr viel, was dann Hardware, die ja in PCs und in Autos auch drin ist. Ja, und womit man jetzt wohl auch Geld verdienen kann, ist bei Sky mit dem Fußball. Ja, okay, also damit kann man Geld verdienen und sonst gibt es natürlich viele, viele Wünsche, was man mit den Milliarden dann machen kann. 25 Milliarden Euro in den Klimaschutz ist hier die Forderung von unserer Umweltministerin zumindest mal. Ansonsten sollen ja sämtliche die Firmen, die da irgendwie gefördert werden, was zur Umwelt beitragen. Und deshalb sagen ja auch viele von unseren etablierten Autoherstellern, da sind wir nicht dabei, weil wir ja das nicht können und weil wir ja aus eigener Kraft das hinkriegen, ne? Ja, gut, also Autovermietung, Insolvenzantrag in USA, die erste Autovermietung, boing, auch weg, wundert mich, klar, es ist niemand gefahren, Stehzeuge, ne? Heizungen, Ebersbecher, hier bei uns um die Ecke, Auslagerung nach Polen, Deutschland fallen die Stellen weg, genauso hier bei Heidelberger Druckmaschinen, denen ging es aber vorher schon schlecht, ja. Der Maschinenbau ist hart getroffen und der muss im Grunde jetzt auch unterstützt werden, das ist ja die Idee da, mit denen 500 Milliarden und noch mehr, also die werden ja regelrecht verschenkt. Ne? Gut, Corona, wie ist es denn jetzt mit dieser ganzen Geschichte überhaupt? Also die App, ja. Die Franzosen haben die App hier. Parlament billigt Corona-App. Ich habe jetzt auch gehört zum ersten Mal, dass wir mit Frankreich zusammen eigentlich die App machen wollten. Und hier ist jetzt eine ganz ominöse Meldung für die deutsche App. Oder ja, ist mehr allgemein. Also zum ersten Mal höre ich hier, dass scheinbar Apple und auch Android, also Apple auf jeden Fall, Google,
scheinbar Updates machen mussten in ihren Betriebssystemen, dass das überhaupt möglich ist, diese Bluetooth-Annäherungsdings da überhaupt zu implementieren, wundert mich jetzt. Okay, also die haben jetzt da scheinbar eine Schnittstelle bereitgestellt, sodass das dann möglich ist, zu tracken, ob ich mit anderen Bluetooth-Geräten in Verbindung kam und dass das dann in letzter Zeit und daraus dann abgeleitet, ne, falls dann einer von denen infiziert ist, dass dann die anderen gewarnt werden. Ich fand die Idee ja super, dass das so funktioniert. Ich bin mir noch nicht ganz klar, ob du da selber drücken kannst, boah, ich bin infiziert, weil das ist ja dann Panikmache. Das muss ja irgendwie offiziell bestätigt werden. Also so ganz so einfach ist das nicht. Der Ablauf ist mir da noch nicht 100% klar. Vor allem, weil das in Frankreich jetzt da schon demnächst oder eigentlich nächste Woche soll die App ja zur Verfügung stehen. Bei uns wird es wohl noch ein bisschen dauern. Ja, wir haben jetzt so Mitte Juni, aber das ist auch demnächst. Also das werden jetzt in den nächsten Wochen soll das irgendwie ans Rollen kommen. Gut, ich hoffe, dass das irgendwie, weil die französische App ist zentral gespeichert, die deutsche ist lokal und deshalb ist wohl dann, wir machen es mit Telekom und SAP, mit was es Frankreich macht, weiß ich nicht. Ja, also irgendwas ist da am Laufen, vielleicht brauchen wir es auch alle nicht mehr, weil wir ja so wenig Infizierte haben, außer in Schweden. Schweden ist wohl hier ganz schlimm dran, also da sagt man, boah, da zu denen machen wir auf jeden Fall die Schotten dicht, also die Grenzen nach Schweden bleiben geschlossen. Die werden wohl isoliert jetzt erstmal, weil das da bei denen unkontrolliert ist. Bei uns sind ja Lockerungen im Gange hier und Söder, Ministerpräsident Bayern und Baden-Württemberg, wir sind ja am meisten betroffen im Moment noch. Wir haben noch die meisten Fälle. Bisschen, dass die anderen so einen Wettlauf gerade machen. Meine, die Kanzlerin hat ja auch schon gesagt, bis zum 1. Juni ist erstmal jetzt alles noch beim Alten, ne? Gut, ja, weil wir warten ja alle auf den Impfstoff. Also nochmal eine Firma hier, ich habe langsam den Überblick verloren, ich dachte, die hätten wir schon, hat auch wieder ein Verfahren jetzt hier beantragt, klinische Prüfung eines Impfstoffs. Meiner Meinung nach haben wir jetzt 3 oder 2 Impfstoffe gerade in der Prüfung, wobei man immer sagen muss, das dauert mindestens bis Ende des Jahres und dann nochmal bis vielleicht Mitte nächsten Jahres, bis das dann wirklich tatsächlich im frühesten Fall bereitstehen könnte, weil man ja die ganzen Nebenwirkungen ausschließen muss, ne? Also man muss schon nochmal jetzt mit der, was wir, wie wir es jetzt haben, ein bisschen leben. Das ist ja auch hier bei mir das eigentlich, genau, Juni, oder? Und die Kitas oder Grundschulen sollen aber jetzt dann doch wieder öffnen, habe ich jetzt auch nochmal gelesen, hier in Baden-Württemberg, und zwar ohne Abstandsregeln und ohne Mundschutz kann man den Kindern nicht zumuten. Na gut. Und auch die Kinos werden wieder öffnen. Da soll man aber mit Mundschutz sitzen. Also ganz ulkige Sachen noch im Moment. Natürlich immer ein 1 oder 2 Sitze Abstand, also die 1,50 Meter dazwischen, außer aus demselben Haushalt. Ich bin der Meinung, immer wenn man länger in einem Raum sitzt, ob nun mit Mundschutz und Abstand, ist das kritisch. Und zwar eine halbe Stunde vielleicht noch, aber 1 Stunde, 2 Stunden oder sowas ist das immer kritisch. Also ich wäre da vorsichtig. Ja. Bisher hat man keine negativen Effekte festgestellt, hier auch nicht in Stuttgart, auch bei den ganzen Demos und so weiter nicht. Und deshalb erwartet jetzt der ADAC zu Pfingsten auch wieder Staus. So ein Mist. Ich will nämlich nachher, oder jetzt im Moment bin ich unterwegs im Auto, boah, das ist wieder so schizophren, ne? Weil ich das ja vorher aufgenommen habe und ihr das jetzt guckt, während ich im Auto sitze und der Frank Uwe den Chat bedient. Ja, das ist wie Zeitreisen, ne? Gut, ich stehe jetzt wahrscheinlich im Moment im Stau, ne? Unterwegs nach Süden zum Bodensee. Gut, weil bisher hatten wir eigentlich weniger Verkehrstote. Also wenn wir weniger fahren, haben wir auch weniger Verkehrstote. Den Zusammenhang haben wir jetzt zu den Unfallzahlen auf jeden Fall mal eindeutig. Der ist auch logisch. Was wir scheinbar ja nicht logisch uns denken können, ist, wenn du langsamer fährst, haben wir weniger Unfälle. Also ist Tempolimit, ne? Ist jetzt die Woche auch kein Thema mehr gewesen. Also den Zusammenhang kriegt man normalerweise nicht so einfach. Jetzt gucken wir nochmal kurz die Fallzahlen an. Also letzte Woche, ja, wir hatten ja so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich hatte da behauptet, dass die alle Leute, die auf Intensiv liegen, sind auch Corona-Patienten. Das stimmt nicht, das sind alle Intensivbetten. Deshalb habe ich hier unten nochmal die 1019 reingemacht. Also letzte Woche hatten wir 1300 Patienten, Covid-19-Patienten auf Intensiv liegen, von denen 892 beatmet werden. Und das habe ich jetzt auch mal für diese Woche nochmal euch aktualisiert. Und es sind definitiv jetzt weniger geworden. Und so langsam, das ist immer ganz Deutschland, kann man tatsächlich sagen, ja, es geht gerade ziemlich runter und deshalb, wir haben jetzt eine gewisse Normalität erreicht, vermutlich. Manchmal hüpft es noch so, ne? Wir haben ja auch einzelne Fälle wieder gehört, wo dann doch mal sowas ausgebrochen ist. Aber wir sind jetzt auf einem Niveau angelangt, wo wir uns mit dem Zustand, der jetzt ist, irgendwie mal so zurechtfinden müssen. Natürlich ist die Ansteckungsgefahr weiterhin da, aber wir haben jetzt eine gewisse Normalität,
die meiner Meinung nach bis Mitte nächsten Jahres dann so laufen wird. Impfstoffproblem, ne? Gut, wir gehen mal hier nochmal kurz drüber. Das ist jetzt nicht so mehr der Dinger. Wobei, die USA hat einen traurigen Rekord erreicht, die Woche 100.000 Tote, und Präsident Trump hat es dann verpennt, das zu twittern. Und wenn ihr hier drüben guckt, haben wir auch, Brasilien schiebt sich nach oben. Das ist ja nicht in Abhängigkeit der Bevölkerung, sondern die realen Zahlen. Ist ein bisschen schade, eigentlich sollte man es immer auf 100.000 normieren. Und was man auch deutlich sieht, dass man jetzt Südamerika ist gerade ganz stark im Kommen, und ich sage immer noch Afrika. Ja. Und wir sehen hier drüben leider einen Anstieg. Ne? Seht das mal da? Ja, wir haben deutlich einen Anstieg nochmal. Es ist also weltweit gesehen noch nicht zu Ende. Deshalb in Deutschland kann man natürlich sagen, hier, da ist nicht viel los hier, obwohl man, ja, wir sind wieder dunkelblau geworden hier. Also es läuft irgendwas noch, ne? Ansonsten hier keine sonstige Veränderung. Und man muss tatsächlich sagen, hier drüben im Osten, manchmal auf anderen Karten sieht es noch deutlicher aus, haben wir tatsächlich keine Fälle mehr sozusagen. Und da können wir Urlaub machen, Ostsee. Ne? Nordsee, Ostsee können wir Urlaub machen. Ob wir alle ins Ausland fahren wollen oder dürfen, ist natürlich noch offen. Also ich mache Urlaub in Deutschland. Wo macht denn ihr Urlaub? Ne? Ja, okay. Und an dieser Stelle mal kurz die Werbung. Und wir gucken uns den Aktienkurs an. Letzte Woche war es ja so ein Auf und Ab und ich konnte nicht so recht was damit anfangen. 4-5%, naja, 4% so Schwankungen. Wenn man von hier unten bis da oben guckt, waren es sogar mehr, was man da so hatten. Und die Woche habe ich deshalb mal, ja, es ging mal hoch und wieder runter und wir hatten 1,8% dann Minus. Und wenn wir ein bisschen rauszoomen, ja, es hält sich eigentlich auf so einer Gerade gerade bei Tesla. Die ganzen Meldungen, die jetzt die Woche kamen, haben niemand so richtig begeistert. Die Peaks kommen immer, wenn Elon Musk irgendwelchen Unfug redet. Ja, Elon hier, aber insgesamt, wenn man ein bisschen rauszoomt, sind die Spikes gar nicht so deutlich zu sehen. Wir sind jetzt bei 6 Monate immer noch bei 143% Zuwachs und auf das Jahr gewesen bei 333. Wahnsinn, muss man ganz einfach sagen. Ich habe sogar mal die 3 Jahre noch. Es ist eigentlich, wir haben die letzten 2 Jahre über diese Peaks geredet. Das müssten wir eigentlich uns immer noch klar werden. Klar, guckt mal hier, das sind 50% teilweise, über die wir da gesprochen haben. Aber wir sind jetzt hier oben, das sind ganz andere Dimensionen, die Aktie ist unkontrollierbar geworden. Börsenspiel. Letzte Woche waren wir bei minus 3,8%, die Woche 2,2%. Es geht also ein bisschen vorwärts, wenn man aber so die Zahlen sich anguckt, nur leicht. Also hier habe ich ja den Dow Jones zum Beispiel als Index drin, ne? Der ist immer noch 2% hat er jetzt mal zugelegt. Da unten ist unser DAX, der ist ein bisschen besser dran. Ich denke auch, dass gerade Europa oder Deutschland ein bisschen vorrangig noch ist. USA hängt uns ein bisschen nach. Ansonsten hat sich hier normalerweise doch der Wirecard, der war hier total unten, der kommt jetzt auch wieder ein bisschen. Ja, sie müssen noch ihre Bilanz vorlegen und je nachdem, was da drin steht, sind sie entweder weg oder sie kommen wieder zurück. Ja, traurig für alle, die damals so investiert haben und gedacht haben, mit dem geht es aufwärts. Es ist eigentlich ein Zukunftsunternehmen. Also bezahlen im Internet braucht man immer. Gut, Daimler ist das Schlusslicht hier bei uns die Woche vor Volkswagen. Gut. Die Fanseite. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich habe tatsächlich wieder Patreons dazu gewonnen. Also, wenn ihr regelmäßig mich unterstützen wollt, hier den Kanal, könnt ihr das gerne über Patreon machen. Da ist es am einfachsten. Kostet zwar ein bisschen, meistens glaube ich für mich, ne, für euch gar nicht so. Und wer das aber stört, der kann gern auch über PayPal direkt und mich unterstützen. Vielen, vielen Dank. Ja, die Abonnentenzahlen schwanken gerade ziemlich, ist aber generell im YouTube gerade so, dass einige ausmisten und dann mal ihre überzähligen Abonnenten wegschmeißen. Ja, es ist, die Pandemie hat jetzt den YouTubern gar nicht so gut getan, muss man sagen. Einzelnen vielleicht, Michi. Ja, okay. Wenn ihr ein Auto kaufen wollt, hier oben mein Referral-Code, vor allem jetzt dann auch für S und X. 1500 Kilometer Free Supercharging, wenn ihr einen Referral Code benutzt. Dankeschön.
Autopilot, ja, ich sehe es hier gerade, ne? Mobileye habe ich schon erwähnt, das muss man uns nochmal angucken. Für nächstes Mal habe ich mir das vorgenommen und dann natürlich wieder Autopilot-Tests von einem Standard Range Plus, was ich gerade habe, was gar kein full autonomes Paket drin hat, sondern einfach mal den adaptiven Tempomaten mit Lenkassistenten, der standardmäßig in dem Auto drin ist. Ja, ich habe es hier gar nicht hingeklebt. 41.000 Euro nach sämtlichen Förderungen kostet ja das Auto, wenn du nichts dazu gebucht hast, nicht mal die Anhängerkupplung. Und mit dem fahre ich rum und das gucke ich für euch an und jetzt auch nicht mal das Connectivity-Paket drin hat, ne? Ansonsten beschäftige ich mich ja gerade ganz stark hier mit Zubehör. Ich habe mal versucht, jetzt machen wir mal kurze Videos, die nur so 10 Minuten sind maximal. Und ja, und natürlich geht es auch um Sachen, die blödsinnig sind, wie Bodenmatten, Fußmatten. Aber die Smartphone-Kabelgeschichte fand ich jetzt nochmal interessant, das anzugucken, weil ich meine ganzen Kabelsalate da angeguckt habe. Die Konsolen, Premium Connectivity habe ich euch vorne schon gesagt. Diese Frunk-Haken habe ich montiert, die sind ja auch nicht mehr drin. Und nochmal irgendwelche Sachen, die vielleicht nice to have sind. Auch nochmal so ein paar Matten ausprobiert. Ja, vielen Dank auch für die Unterstützung an der Stelle. Kantenschutz auf jeden Fall, den wollte ich schon immer mal montieren, habe ich jetzt hier auch reingemacht. Das Spiralkabel endlich auch mal ausprobiert. Klar, so rum ist vielleicht nicht so gut, auf der anderen Seite parken ist besser. Und nochmal diesen FOP, also den Funkschlüssel vom Tesla, den man ja auch teuer nachkaufen kann, ausprobiert. Und den Trunk Organizer, da habe ich gesehen, das haben ziemlich viele, glaube ich, jetzt auch bestellt, diesen Organizer hier für den Trunk, also den hinteren Kofferraum in die tiefer gelegte Mulde, wenn man das da ein bisschen aufgeräumter haben will. Bei dem Funkschlüssel muss ich nochmal sagen, wenn man da in den Original Zusatzkatalogen, Ersatzteilkatalogen, Zubehörkatalogen, so heißt es richtig, von Mercedes oder von BMW oder von Volkswagen guckt, da kostet so ein Funkschlüssel durchaus auch 200 Euro. Also ist der Funkschlüssel hier vom in Spielzeugauto Form von Tesla für 160 Euro, gar nicht so teuer. Ne? Es ist nur schade, dass der nicht defaultmäßig, also zumindest einer dabei ist. Man muss sich alles dazu kaufen. Aber ansonsten sind die Sachen gar nicht so teuer, wie man immer denkt, wenn man den Vergleich zu den anderen Herstellern macht. Die haben nur den Vorteil, dass da teilweise die Händler das einem schenken dann natürlich die Fußmatten und sowas. Schlüssel ja auch nicht unbedingt. Und dadurch einem das so günstig erscheint. Ne? Das stimmt ja gar nicht. Also, wen das interessiert, hier Zubehör, kann da mal reingucken aktuell. Ich habe da auch eine Playlist gemacht, müsst ein bisschen suchen, aber seht jetzt eh dann immer bei mir hier, wenn die Design ist immer gleich, könnt ihr euch das angucken. Ja, zum Ende hin, was haben wir noch an Terminen? Vom eCannonball ist jetzt das Wochenende auch eine Ankündigung vom Uwe gekommen. Bin ich mal gespannt, wo es hingeht. Er wollte da schon verkünden, wo es hingeht und die Termine sind aber noch drin. Von Horb haben wir nichts Neues. Wir haben aber was Neues von Hilden. Auch dort ist das Autokino jetzt angekommen, ja. Also bei Seat and Greet wird jetzt ein Autokino aufgebaut dort bei dem Supercharger und dann es gibt auch Veranstaltungen tatsächlich nur für E-Autos und auch für Verbrenner dann später. Und natürlich guckt man erstmal hier die E-Auto-Filme an. Okay, es gibt aber dann nachher auch das ganz normale Kinoprogramm. Also auch dort jetzt autokinohilden.de. Autokino-hilden.de. Ja, danke nochmal an den Timo für diese Info. Und ich stelle euch jetzt wieder einen YouTuber vor, einen neuen Ponyhof TV. Hey Dennis! Ja, ich habe ihn abonniert und habe festgestellt, boah, der hat ja bloß 150 Abonnenten, 153, sorry. Ja, das geht doch nicht so weiter. Abonniert den Ponyhof TV von Dennis Vitus. Ja, der hat noch ein anderes Hobby als bloß E-Autos und Hammerbaumarkt. Baumarkt, naja, es ist ein, doch ein Einrichtungsmarkt, ne? Der macht auch jetzt Ponyhof. Ich war mir nicht sicher, ob ihm alle Ponys gehören, ob ihm das ganze Gestüt gehört und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich das Gefühl, sieht man dann auch mal seine Kinder reiten. Im Moment sieht man immer nur ihn und er macht da rum und erklärt uns, wenn man ein Pony den Reifen wechselt, nee, die Hufe auskratzt und sowas. Und also ganz coole Sache, wen das interessiert oder vielleicht eure Kinder, geht mal auf Ponyhof TV. Er war, glaube ich, selber ganz erstaunt, dass es den Namen auch noch gibt. Ja. Und wir verabschieden uns. Ich verabschiede mich hier heute von euch mit nochmal einem Überflug über die Gigafactory Berlin, wo man ganz schön nochmal das Gelände sieht, die große Weite noch im Moment. Wir bleiben auf jeden Fall da dran und begleiten das auch weiterhin. Jo. Thank you.
Mit diesem Bild verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön.